ich. Ja. Also natürlich, wenn ich schon die Klassiker-Kategorie betreuen darf, dann möchte ich was davon haben. Aber was ich sehr interessant fand, war, dass eine Partnerin gesagt hat, von denen ich kenne alle Düfte, das war bei den Damendüften, und habe sie schon alle ausprobiert. Ja, also ich lebe ja auch schon, also ich wurde zwar anmoderiert, ich bin sehr jung, vielleicht habe ich mich ganz gut gehalten, aber ich hatte schon einige Zeit, um Düfte auszuprobieren, tatsächlich. Und ich bin unter uns wirklich ein Chanel-Fan. Und deshalb bin ich da irgendwann mal auch mal hängen geblieben. Das heißt, bei den Damen, ich, ne? Das heißt, direkt ins Schwarze getroffen? Ins Schwarze getroffen, ja. Unbewusst. Düfte sonst, habe ich gehört, sind bedeutsam für Sie, finden Sie nicht schlecht, wenn nicht gerade das Essen von unten hochduftet? Also ich mag Düfte sehr gern. Ich bin in den letzten Jahren so ein bisschen darauf gekommen, dass ich die synthetischen Düfte etwas mehr zur Seite lege. Also ich war schon viel in der Welt unterwegs und habe so Manufakturen mal besucht, die Düfte also wirklich aus ätherischen Ölen noch so herstellen. Und wenn man da ganz wenig nimmt, das hält mehr und es hat eine ganz andere Verbreitung auf der Haut. Deswegen, ich bin noch nicht am Ende meiner sozusagen... Genau, und es gibt nicht viele Häuser, die mit guten Substanzen auch arbeiten. Und deswegen fallen viele dann auch schon ganz schnell wieder raus, wenn man da Wert drauf legt. Also Duft ist etwas sehr Wertvolles und der sollte auch so behandelt werden. Lieber eine Patin von einem Herrenduft heute Abend oder lieber eine Patin von einem Frauenduft? Den WTW kenne ich nicht, deswegen von den Damen. Das ist ein schöner, leichter, ja. Der WTW ist frisch, ist einmal das glasige Frische, hat aber auch eine Wärme. Ne? Und nicht so unaufdringlich. Das meine ich, wenn man sich umdreht und dann kommt die Böe. Der ist rund. Viel Spaß Ihnen beide noch. Danke. Ein